Ja, late, late, late. Willkommen zur neuen Folge der Fortuna 95 Bros. Wir sind ein bisschen spät dran. Urlaubsbedingt entsprechend. Wir haben ja Herbstferien. Aber auch diesmal wollten wir es uns nicht nehmen lassen. Wir sind für euch da. Hier ist der Kotti. Und hier ist der Gilde, der sich schuldig bekennt, weil ich durfte in der Stadt des Zweitliga-Tabellenführers ein paar Tage verbringen und ja, war auf jeden Fall schön, aber auch umso schöner jetzt wieder hier zu sein. Mit dir, Gotti. Legen wir Willkommen los. zurück. Ja, sehr gerne. Wie immer schauen wir auf das vergangene Spiel, den Rückblick, allerdings diesmal aufgrund der bereits langen Vergangenheit, die da herrscht, nur wirklich sehr, sehr kurz. Obwohl Dann es so schauen wir auf schön die. war, es war doch wirklich ein Traum. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, man sagt ja immer so schön, wichtigste ist immer das nächste Spiel und das steht ja quasi schon vor der Ja. Tür. Dementsprechend schauen wir aber nur mal kurz auf das schöne Ergebnis. Gebe ich dir natürlich recht. Die News, ein bisschen steht da auch wieder was an, ist da, und dann, ja, eigentlich das Topspiel des Ja, Spieltags, auch wenn es wichtig. nicht abends stattfindet, aber Ja, wichtig. Sehr wichtig. Genau. kommen wir darauf zu sprechen. Machen wir. Ja. Gehen wir rein, ne? Ja, würde ich sagen. In Summe. Du hast es schon erwähnt, ja, ich glaube, es gab keinen Fortun am Samstag, der nicht ein breites Grinsen im Gesicht hatte, denn es war eine, ja, meines Erachtens sogar eines der besten Spiele der Ja. jüngsten Vergangenheit tatsächlich. Ne? Es war, Ja, in der Kombi auch, also auch erste und zweite Halbzeit, ne? Also du hast ja wirklich furios begonnen. Du hast richtig viel Druck gemacht, was du ja in einem Heimspiel auch erwartest. Dir wirklich Chancen von Beginn an auch erarbeitet, dann relativ früh auch getroffen, Mitte der ersten Halbzeit. Ja, und dann war halt nach dem 1-0 wunderschön natürlich auch wieder Top-Heimspiel vom Karbovnik. Also auch das erste Heimspiel war super, jetzt das zweite reiht sich da nahtlos ein. Da fragt man sich wirklich manchmal, warum ist das kein Starter bei uns? Aber klar, wir haben auch gesehen, dass es in Hamburg natürlich auch mal ein bisschen anders laufen kann, klar. Aber der war wirklich auf seiner Seite überragend. Also mit dem auch das ist Agieren, eine auch nach Waffe. vorne Ja. laufen mit dem entsprechenden Tempo, was er hat und schlussendlich dann auch mit der maßgeschneiderten Flanke, den der Schinter ja nur noch über den Spann irgendwo dann, ja nur noch in Anführungsstrichen, auch das war anspruchsvoll, ins Tor bugsieren muss. Klasse. Also der Mann macht echt Spaß. Der Mann, sage ich schon, der junge Mann, der ist ja wirklich noch blutjung. 21. Ja. 21 tatsächlich, ja, und er ist eine Top-Alternative geworden Ja. für die linke Seite. Ein Nicolas Gavoy muss sich da echt strecken aktuell, weil mit diesem, du hast es erwähnt, mit diesem Tempo, Ja. das ist eine Waffe, das ist eine richtige Waffe. Also Ja. da sieht der ein oder andere Gegenspieler einfach alt aus, weil diesen Antritt nicht gewachsen ist. Und von daher ist das für uns top, unberechenbar. Man weiß auch nicht, auf welcher Seite Daniel Thun zukünftig, wenn es irgendwann so sein sollte, dass wir natürlich wieder ein paar mehr Spieler haben. Wo der dieses Tempo bringen möchte. Ja, und Schinter-Appelkamp, du hast es erwähnt, technisch ist das natürlich 1A gewesen. Da muss er erstmal so über den Außenriss ja quasi rutschen Ja, lassen. wunderbar. Super gemacht. Dann gab es leider diese ja, vermeintliche Elfmeterszene, die dann zum 1-1 führt, wo, ja, meines Erachtens, das war die erste oder einzige Chance, die Ja. Bielefeld überhaupt hatte Da tatsächlich, ne? kam wirklich wenig Also. bis gar nichts. Das war wirklich erschreckend schwach. Gut, spiegelt jetzt auch den jetzt nach dem Spieltag auch letzten Platz dann auch schlussendlich auch ein bisschen wider, muss man ja schon ganz klar sagen, ob der eigentlich viel stärkeren Qualität, die im Kader ist. Wir haben ja letzte Woche das ein bisschen stärker beleuchtet, logischerweise vor dem Spiel. Das war erschreckend schwach und da kam in der Tat nicht viel, aber dann kommt halt wieder so eine, ja, vermeintlich dumme, unnötige Aktion im Spiel, im Live, habe ich direkt gesagt, es ist ein Elfer, weil es einfach auch ein bisschen plump aussah, wie er sich halt da in den Weg stellt. Es war nicht viel, aber auch im Ja. Nachbetrachten sage ich, dass es einer war, dass man den durchaus geben kann, weil man muss nicht so dahin gehen. Die Szene war eigentlich nicht ungefährlich, aber die Szene war zumindest jetzt nicht Ja. brandgefährlich, um da so Das ist reinzugehen. diese 50-50-Situation. Wenn der Schiri Ja. ihn pfeift, ist es keine klare Fehlentscheidung. Wenn Ja. der Schiri ihn aber nicht pfeift, ist es auch keine klare Fehlentscheidung. Ne? Also von daher, in dem Fall hat sich der Schiri entschieden, dazu es zu pfeifen. Ja, wo soll er hin, ist die eine Argumentation.
Kann ich auch Ja, ein aber Stück weit es ist halt verstehen, aber er geht ungestüm. halt schon ungestüm, er geht halt plump, Ja. ungeschickt da rein. Das muss man Ja. halt monieren und deswegen ist es auch in Summe dann okay, es nicht Ja. irgendwie nochmal zu checken oder zurückzunehmen, ja. Ja, es ist am Ende natürlich auch clever eingefädelt vom Bielefelder. Sehen wir aber ganz oft tatsächlich im Fußball, dass sowas dann dankend angenommen wird, auch irgendwo. Sei es drum. Passiert. Mir hat viel, viel mehr imponiert, wie wir dann aus der Halbzeit rausgekommen Die sind. Reaktion, Denn wobei mit ja. einem kleinen Manko, weil in der 46. erste Szene Bielefeld, der kann halt auch fallen. Da fehlt halt auch Richtig, nur eine halbe natürlich. Ja, Fußspitze. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Da weißt du natürlich nicht, natürlich. hätte, wie das Spiel dann läuft, wenn du da in den 1-2 Rückstand gehst, weil dann sagst du natürlich auch, du machst ein wirklich sehr gutes Spiel in der ersten Halbzeit, liegst dann auf einmal 1-2 hinten. Da haben wir wieder so ein bisschen geschlafen nach 10, 15 Sekunden. Es war ja wirklich ein, zwei schnelle Bälle auf Außen, Flanke rein und ja, Glück gehabt. Aber trotzdem, man hat es dann wirklich sehr, Klammern sehr, wir sehr das mal überlegen aus. gespielt. Wenn wir das Ja. ausklammern, das hätten wir so auch nicht erwartet. Also wir haben ja auch in der Halbzeit logischerweise auch drüber gesprochen bei uns in der Runde. Da haben wir eher die Befürchtung gehabt, dass es halt auch wieder viel Aufwand war in der ersten Halbzeit, man sich nicht irgendwo mit den vielleicht auch möglichen zwei, vielleicht sogar drei Toren belohnen konnte. Aber das war ja dann ein Feuerwerk, auch mit einem weiteren Ja. Traumtor. Ja, kann ich nur Ja, den also Hut ziehen. Richtig gut. Ja. man hat sich da eigentlich wirklich in eine Art Rausch, ja, fast Ja. schon geschossen. Ne, das 2-1 dann in der 47. glaube ich. Super Solo von Emma Ioha, der Ja, da drei die Haken, die Bielefelder er wirklich. schlägt. Ja, die Aber Haken, die er schlägt. Wahnsinn. Also da kannst du auch nicht sagen, das war total schlechtes Abwehrverhalten, weil er Nein, ist ja wirklich mit Wahnsinn. seinen schnellen Wendungen da wirklich durchgerannt oder durchgelaufen. Aber das zeigt auch sein gesteigertes Selbstvertrauen, weil auch so ein Sololauf machst du natürlich nur, wenn du wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt hast. Und es war erneut ein sehr, sehr gutes Spiel wieder von ihm. Ja. Und dann steht es folgerichtig entsprechend nach einer super Übersicht von Schinter Appelkamp mit der Flanke auf Tanaka 2-1. Ja. Und dann, ja, dann begann der Rausch ja eigentlich. Das 3-1 muss man sogar explizit erwähnen. Das war vom Spielzug her, ich glaube, schöner kannst du es eigentlich gar nicht spielen. Überragend. Muss man ehrlicherweise sagen, in welcher Form ein Kownacki sich momentan befindet, diesen Ball da in Bedrängnis gegen zwei Gegenspieler mit der Der Hacke Hacke. punktgenau in Ja. den Lauf. Der sieht den und der weiß Ja, punktgenau, muss ich den. blindes Verständnis. Also Wahnsinn, Ja. Wahnsinn. Und dann krönt Schinter Appelkamp seinen Tag tatsächlich, indem er ja sein zweites Tor macht und dann den Torhüter überlupft, Ja. den Ball chippt. Ja, Traumtor. Können ist. wir auf der Konsole nicht besser machen, glaube Nein, richtig. Selbst da kriege ich das wahrscheinlich nicht ich. so hin. Und ja, folgerichtig auch in die Kicker-Elf des Spieltags gewählt worden. Zwei Tore, eine Vorlage, Mann Ja, des viel Spiels mehr geht entsprechend. nicht. Nach der Kritik, nach der berechtigten Kritik, die wir auch so ein bisschen leise geäußert haben. Gut, er hat ja auch den Finger auf den Mund gelegt. Die Szene hat ja auch dem Daniel Thune nicht ganz so gut gefallen, hat er so ein bisschen kritisch angemerkt. Aber gut, muss man auch verstehen, ne? Dass wenn du so eine Leistung bringst, einfach sagst, hier Leute, ich kann's doch. Und er hat's ja mit Leistung quasi dann auch Ja, gezeigt. er muss Ja. es nur mal konstant bringen, Ja, das ne? wäre jetzt schön. Also, Und verletzungsfrei vor genau. allem bleiben, das war ja auch oft die Problematik, die Konstanz da nicht reinbringen zu können. Nee, aber Wahnsinn. Ja. Ja, und dann irgendwann fällt halt das 4-1, Da auch läuft dann alles, erwähnenswert. ne? Ja. Tim Oberdorf, Ja, Glückwunsch, Standard. erste Zweitliga-Bundesliga-Tor für die Fortuna. Aber es hätte auch noch, ach, ein fünftes, Ja. sechstes, siebtes hätten sein Pfostenschuss können. noch. Ich möchte auch Eben. erwähnen, auch tief, glaube ich, in der 90. auch nochmal, als hier der eingewechselte Vukancic hat ja auch sein Debüt gefeiert, also auch hier Tag der Premieren so ein bisschen. Schinters erstes Doppelpack. Dann natürlich hier, wir haben gerade drüber gesprochen, auch nochmal hier die Premiere von Vukancic. So ein wirklich, ja, sanften Ball in den Lauf von David auch gebracht, der dann wirklich nochmal alles gibt und auch du siehst halt, das Tor halt wirklich noch machen will, was ja auch das Tor dann zum 5-1 gewesen wäre. Es war ja vorher fraglich, ob er überhaupt durchspielen kann. Und dann hat er wirklich da auch noch die Motivation, da wirklich nochmal alles Ja, der will reinzuwerfen. sein Tor Da schießen, hatte der ich will die sein Tor Sorge, dass er sich machen. muskulär da noch was holt, weil danach hat auch so ein bisschen irgendwo, ja, war halt verärgert, dass er nicht getroffen hat. Also wir reden über ein mögliches 5-1. Da siehst du aber die gesunde, richtige Einstellung, die der jetzt auch mittlerweile wieder mitbringt und auch zeigt. Ja. Ja. Aber in Summe würde ich sagen, damit können wir das Kapitel abschließen, damit es tatsächlich relativ kurz wird und nicht zu lang wird, doch, Ja. wie wir das ja eigentlich vorhatten. Ein überragender Auftritt unserer Fortuna. Wenn wir das
schon in dezimierter Mannschaft leisten können, wenn ich das so sagen darf, dann bin ich gespannt, was Ja. wir in der Lage sind zu leisten, wenn wir über einen längeren Zeitraum mal wirklich aus der vollen Kapelle schöpfen. Ja, und dann auch mehr Konstanz natürlich reinbekommen und dann Genau. hoffentlich auch auswärts Also. entsprechend da mehr punkten, weil das muss natürlich dann passieren, wenn du Anspruch auf mehr haben möchtest. Letzter Satz dazu fand ich ganz spannend, so als Anekdote. 4 der 5 Einwechselspieler kommen aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Natürlich auch der Situation der ganzen Verletzten geschuldet, aber ja, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Ja, aber genau, das ist ja was ich quasi damit sagen möchte, weil du siehst, wie dezimiert wir tatsächlich sind, dass Klar, wir wechseln klar. müssen ne? Und das sind Leute aus unserer Jugend. Von daher, stell mal vor, du kannst im Zweifel in der 70., 80. oder dergleichen noch einen Ruben Natürlich. Hennings bringen oder einen Daniel Ginzek, der jetzt leider verletzt ist. Natürlich. Oder, ne? Also von daher. Aber die Neuen, die Jungen machen ja auch Spaß. Also auch da, Ja, ne? natürlich, absolut. Ja, Ne? Da gab klar. es ja auch ein, zwei gute Szenen. Ich habe gerade den einen Pass auf den David angesprochen. Und ja, also macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Das brauche ich, glaube ich, nicht unterstreichen. Hoffentlich noch mehr Zuschauer beim nächsten Heimspiel oder bei den nächsten Heimspielen. Da kommen ja einige namhafte Gegner. Da knacken wir dann hoffentlich auch zurecht mal die 30.000, weil die Leistung zu Hause, die hat es verdient, dass wir mal über 30 da auch kommen. Ja, und wir sind entsprechend oben dran. Ja. Ne? Wir sind Vierter. Ich glaube, mehr darf man sich oder kann man nicht verlangen entsprechend. Das ist ja schon mit aktuell mit dem Kader Ja, entsprechend überragend. unter den Rahmenbedingungen ja. Ja, Ja. aber wir sind schon wieder viel zu lange in dieser Rückschau, aber ja, seht es uns nach, Ja. es war einfach rückschauenswert. Ja. Ja, dementsprechend, ich glaube, du hast ein bisschen mehr für unsere nächste Kategorie als ich, aber dennoch moderiere ich sie an, denn es kommen die News. Da strahlt er aber beide Backen, Herr Kotti. Genau, die Ich liebe News. einfach diesen Teaser, dieses. Ja, das lebst du quasi in jeder Geste, in jeder Mimik, wenn du es ankündigst. Ja, die News. Fangen wir mit dem Unschönen an. Ja, erneutes Verletzungspech. Ich war ehrlich Ja. gesagt schockiert. Ich habe es auch relativ spät die Woche erst mitbekommen, urlaubsbedingt. Ja, dass der Device sich wieder die Rippe gebrochen hat und dazu noch eine Muskelverletzung. Eigentlich noch erwähnenswerter, er hat sich das mutmaßlich ja schon in der 7. Minute zugezogen, hat dann noch bis zur 60. durchgehalten. Klammer auf, vielleicht auch ein bisschen falscher Ehrgeiz, wenn man es negativ sehen möchte, aber Klammer nochmal auf, vielleicht auch da irgendwo dieser Wille der Mannschaft helfen zu wollen, sich da wirklich reinzuhauen, alles zu geben. Ja, aber es ist bitter, dass er jetzt auch wieder einige Zeit ausfallen wird. Halt ärgerlich. Vor allem, er hatte ja schon dieses Jahr eine Rippenverletzung. Ja. Es ist jetzt wohl die andere Rippe auf Ja, der anderen Seite. also nicht irgendwie die angeknackste, in Anführungsstrichen, die schon beschädigt Ja, war. das ist schon bitter und ja, wird ihn jetzt mal wieder für etwas längere Zeit ausfallen lassen. Ja. Ja, also müssen wir weiter durch, aber gut, wir kennen es ja schon, dass wir da gerade auf der Innenverteidigerposition einfach, ja, ein bisschen neue Wege denken müssen, aber die Jungs machen es ja bis dato auch nicht ganz so grundverkehrt. Ne? Ja, umso schöner, wenn man hört, dass zumindest wieder mal einer zurückkommt ins Training. Das ist nämlich mit Cello Sobotka der Fall, der, glaube ich, seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining, im vollen Mannschaftstraining Ja. ist und dementsprechend auch wieder eine Option für Samstag darstellt. Ja, war ja auch nicht so lange raus, insofern sehr realistisch, gerade unter den Umständen, dass man dann auch wieder direkt in den Ja. Kader rutschen wird. Da müssen wir von Vor allem eine ausgehen. verlässliche Größe ja auch diese Saison, ne? Ja, Also definitiv. Ansonsten wollen wir die anderen Verletzten jetzt nicht nochmal alle durchgehen, weil es hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, sonst kommt halt keiner zurück. Punkt. Ihr wisst ja alle, ne, wie Punkt. es derzeit aussieht. In Summe sind es insgesamt 9, die halt durch Verletzung, Krankheit oder was auch immer derzeit nicht zur Verfügung stehen aus dem Kader. Immer noch. Immer noch, ja, Ja. genau. Ja, interessante Info. Ich habe es gerade schon angesprochen. Es gibt ja so ein paar schöne Heimspiele demnächst, nämlich gegen Pauli
Und gegen den ersten FCK, also auch Spiele, wo sicherlich auch die Auswärtsmannschaften sehr, sehr viele auch Auswärtsfans mitbringen, wird sicherlich eine schöne Kulisse jeweils und ein super Ambiente. Da gibt es jetzt für euch, das läuft schon seit dem 5.10. für Mitglieder und ab dem 7.10. dann im freien Vorverkauf für alle, ein sogenanntes Ticket-Bundle. Das heißt, da könnt ihr dann für beide Spiele quasi kombiniert Tickets kaufen, für eure Wunschplätze auch dann ordern. Und die sind dann auch in Summe ein bisschen günstiger. Details findet ihr natürlich bei Fortuna oder im Buchungssystem, aber das ist eine gute Aktion, denke ich, da für diese Top-Spiele, die eh wahrscheinlich schon sehr gut besucht wären, nochmal vielleicht ein bisschen oben drauf zu schlagen. Nutzen solche Angebote. Genau. Ja, kurzer bekannter Blick auf unsere Leihspieler, sei nur kurz erwähnt. Schipnowski für Regensburg beim 0-1 in Magdeburg hat 73 Minuten gespielt. Ja, eher durchwachsen die Leistung, wenn man da dem Kicker Glauben schenken mag, mit einer 4 bewertet worden. Und unser Siebert hat 90 Minuten beim 1-2 Heimspiel gegen Oldenburg gespielt. Also auch beide leider nicht erfolgreich, wenn man es mal so nimmt, aber beide doch mit ordentlich Einsatzzeit. Und das ist für uns ja das Relevante. Am Ende ist das tatsächlich das Wichtigste. Natürlich mit Erfolgserlebnis umso schöner, weil dann Selbstvertrauen auch aufgebaut wird. Am Ende aber jede Einsatzminute, ich sag's immer wieder, die zählt. Die zählt. Und ja, was noch gezählt hat, waren ganz, ganz viele Siege bei der Fortuna an diesem Wochenende. Es war ja wirklich Dieses quasi ein überragend. perfektes Wochenende, nahezu perfektes Wochenende, denn es haben nämlich nicht nur unsere Profis gewonnen, auch die Zwote hat gewonnen, sehr erfolgreich. 1:3 war das Ergebnis auswärts in Kahn-Marienhorn. Die sind ja derzeit immer noch nach dem Spieltag auch Dritter in der Tabelle. Und das auch mit dezimiertem Kader, muss man ja auch da sagen, weil logischerweise der ein oder andere bei uns im Profikader ausgeholfen hatte. Ja, damit sind wir solide auf Platz 12 weiterhin mit dem Sieg. Und das Gleiche gilt für alle Mannschaften bis zur U15. Die waren alle erfolgreich. Siegreich. Überragend. Überragend. Ja. Das waren meine News. Ich weiß ja nicht, ob du da noch was im Köcher hast. Nee, war deckungsgleich entsprechend mit dem, was ich auch habe. Also, machen wir direkt weiter. Gucken wir nach vorn. Gucken wir nach vorn. Gar nicht so weit. Ist nämlich jetzt schon am Samstag. Ja. 13 Uhr leider. Auch Daniel Thun sagte in der Pressekonferenz, ist ein Stück Topspiel, nicht nur ein Stück, sondern es ist das Topspiel. Ne? Der Tabellenzweite empfängt den Tabellenvierten. Ja. So, mehr geht fast nicht. Ist das Topspiel, aber weißt du natürlich nicht, ne? Einige Wochen halt vor Ansetzung des Spieltags und Ja, klar, ja, das gibt ist sicherlich klar. auch ein paar andere Parameter, die zu berücksichtigen sind für die Abendspiele. Da wollen wir jetzt auch gar nicht meckern. Also egal, es ist ein Nein, Topspiel, es ist das aber Topspiel des Spieltags. Wobei letzten genau. Spieltag gab es ja auch diese ja, Spiele unter den ersten Vieren, muss man ja sagen. Da haben ja die ersten vier quasi untereinander gespielt. Vorletzten Spieltag war es, glaube ich, sorry. Aber de facto das interessanteste Spiel, glaube ich, nicht nur aus unserer Sicht. Gegen Darmstadt 98 und ja, auch da, wir sagen es ja Woche für Woche jetzt die letzten Wochen bei den Auswärtsspielen, kommt wieder ein sehr schwerer Gegner auf uns zu. Also es geht ja Ja. nahtlos weiter mit den schweren Auswärtsspielen. Aber diesmal Ja. vielleicht sogar noch ein Ticken schwerer als das, was wir vorher bisher immer hatten, weil wir kommen, glaube ich, gleich Ja, drauf zu schwerer als sprechen. Hamburg weiß ich jetzt nicht, aber definitiv formstark. Wir spielen Ja. gegen den zweiten, Darmstadt, die bis dato 19:11 Tore haben bei 21 Punkten, also eine sehr gute Quote nach den 10 Spieltagen. Ja, da sind sie auch mit diesen beiden Werten bei den Toren jeweils drittbeste in der Liga. Also klar, viel krasser ist aber die Tatsache, dass sie seit dem ersten Spieltag nichts mehr verloren haben. Richtig, Ne, ja, und das also ist eine das sehr, ist sehr lange tatsächlich, Serie. oh ja, na, ich zeige euch das mal, blend euch das mal Die ein. ist so erschreckend, diese Serie, dass wir sie gar nicht hier auf den Bildschirm bringen wollen. Nein, da kommt Ja, sie. eigentlich schon, also tatsächlich, du hast es erwähnt, der erste Spieltag, da hat die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht ja, in Regensburg mit 2:0 verloren, seitdem aber ungeschlagen. Und ihr seht es da, Siege, auch unentschieden teilweise mit dabei, aber die wissen eigentlich schon gar nicht mehr, wie es ist zu verlieren. Und von daher kommt da eine Mannschaft auf uns zu, die ja sogar jetzt auch am letzten Spieltag Paderborn geschlagen hat. Ja, Paderborn, die vorher alles zu Hause gewonnen hatten, muss man auch dazu sagen, haben sie auswärts dann auch
2-1 gewonnen, ja. Also von daher, natürlich kann man sich auch in dem einen oder anderen Ergebnis vielleicht hochziehen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, man sieht, gegen Arminia Bielefeld gab es nur ein Unentschieden. Da haben wir jetzt entsprechend gewonnen. Das sind aber direkt Vergleiche, die so Ja, in dem ist zu Sinne lange her eigentlich auch. nicht Nein. zählen. Ich glaube, die kommen oder beziehungsweise wir fahren zu einer Mannschaft, die vor Selbstvertrauen strotzt, wenn man 9 Spieltage in Folge nicht geschlagen worden Ja, ist. und du hast die Chance, den Verfolger, eigentlich den wichtigsten Verfolger, wenn du es mal so nimmst, nämlich den Viertplatzierten, dann wirklich auch nochmal deutlich zu distanzieren. Dann Richtig. bist du halt 5 Punkte, bist du, glaube ich, dann vor. Nee, sorry, dann bist du, wir sind, glaube ich, 5 Punkte jetzt vor uns, ne? Wir können auf 2 ranrücken. Und dann wäre es ja entsprechend 8 vor dem 4. Mal angenommen, wir würden Vierter bleiben, was ja dann auch schwer wird bei einer Niederlage. Ja, das ist halt für die sicherlich Top-Motivation. Das Stadion wird sehr, sehr gut gefüllt sein. Nicht nur der Auswärtsblock Ausverkauft. unserer Fortuna ist komplett Ausverkauft. gefüllt, sondern auch Darmstadt ja, hat ausverkauft heute vermeldet. Das ist der Vorteil, dass wir heute so spät sind, dass wir die Info auch schon haben. Und es wird da, glaube ich, eine Tribüne jetzt auch nach Umbau das erste Mal befüllt sein. Das Richtig. heißt, ne, das kommt ja auch noch dazu. Das ist für die natürlich auch nochmal, ja, nach langer Bauphase jetzt ein Highlight, logischerweise. Ja. Hier nochmal für euch das bildlich dargestellt, was der Gilde euch eben mitgeteilt hat, nämlich ja, drittbeste Defensive und Offensive der Liga. Dann entsprechend sogar noch eine Statistik, die ja auch dieses schwere Spiel zeigt, nämlich bei den gewonnenen Zweikämpfen liegen die Darmstädter auf Platz 1. Ja, wichtige Statistik. Ich finde die ja immer sehr, sehr wichtig. Ja. Gerade Zweikämpfe, ne, da haben Ja. wir immer Probleme mit. Auch eine weitere Statistik. Ihr seht unten rechts den zweitbesten Scorer mit Braden Manu. Der ist tatsächlich gemäß Kicker-Durchschnittsnoten nach 10 Spieltagen der Beste der zweiten Liga mit 2,11. Ja. Ja, also da tatsächlich thront er über allem. Der hat auch einen guten Lauf. Tobias Kemper auch 9 Scorer, der beste Scorer nach 10 Spielen. Viele formstark, Sehr viele formstarke. Du hast es eben auch noch erwähnt. Heim noch, beziehungsweise eine Niederlage in 10 Spielen, das haben wir thematisiert, aber zu Hause noch komplett ungeschlagen. ja. Ja, auch das zeigt, wie schwer das werden wird, dort ja zu gewinnen, beziehungsweise im Zweifel einen Punkt mitzunehmen. Ja, definitiv. Also den Statistiken nach wird das sehr, sehr schwer werden. Gibt ja auch gute Gründe dafür, warum es so ist. Da kommen wir gleich dann nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Auf der anderen Seite, wir sind natürlich mit unseren Statistiken, wenn du jetzt mal die Tore und Gegentore nimmst, von den sehr guten Statistiken der Darmstädter gar nicht so weit entfernt, beziehungsweise bei den Toren sogar vorne. Heißt dementsprechend, dass wir da die Richtig. zweitbeste Anzahl haben. Auch das ist ein Wort, auch durch die letzten Ergebnisse, gerade die letzten Heimspiele logischerweise auch aufgebaut. Ja, und aus unserem letzten Heimspiel sollten wir auch mit einem ordentlichen Selbstvertrauen dorthin fahren, aber halt mit diesem Thema vermeintliche Auswärtsschwäche war jetzt auch ein Thema natürlich in der PK, wo Daniel Thun drauf angesprochen wurde. Er hat es natürlich versucht, in seinen doch ja, sehr eloquenten Worten dann doch etwas schöner und besser zu reden und nicht so als Thema aufkommen lassen zu wollen. Aber auch wir Ja, Fans aus. sind ja irgendwo, ne? Jetzt kommt das Auswärtsspiel, klar, wir hoffen, wir fiebern mit, aber so ein bisschen haben wir halt immer so den Eindruck, oh, das wird natürlich wahrscheinlich wieder, ja, nicht nur sehr schwer, sondern vermutlich auch wieder sehr schwierig werden. Ja, man will sich ja nicht selbst eingestehen, so richtig, dass wir eine Auswärtsschwäche haben, weil dann ist es vielleicht auch in den Köpfen drin. Das muss nicht sein. Deswegen sagte Daniel Thun ja auch zu Recht, wir sind auswärts immer noch einstellig vom Tabellenplatz her. Ist eine Ne? Also, Ergebnisschwäche so ein bisschen. Also ne, von der Art und Weise, ja, mal so Hamburg schlecht ausgenommen, da waren wir ist ja es wirklich vielleicht. unterlegen, ne, muss man ganz klar sagen. Aber bei den anderen Spielen war ja auch durchaus mehr drin gewesen. Da haben wir einfach dann auch teilweise dumm verloren oder dumm halt nicht gepunktet, ne, wenn du mal so ausdrücken möchtest. Ja. Wenn wir aber etwas Positives nehmen wollen aus den Statistiken, dann gibt es da auch so einiges. Ja, Stichwort Angstgegner kann man vielleicht sogar sagen. Auch das ist ein Ja, Thema, du weißt, sowas, ne, ist einfach dann irgendwo auch ja, drin, selbst bei Formstärke. Ja, ich weiß. ja. Du sprichst es bewusst an, denn wenn wir uns die Statistiken anschauen zwischen dem SV Darmstadt 98 und unserer Fortuna, dann sieht man zum einen, das Pendel schlägt ganz klar in unsere Richtung aus mit 11 Siegen bei 18 Duellen. Deutlich.
sehr deutlich. Das geht sogar noch weiter, denn die letzten 4 Spiele haben wir alle komplett gewonnen. Ja. Ja, das heißt, 4 Spiele in Folge hat Darmstadt nicht mal einen Punkt gegen uns geholt. Ja. So, und das Rad kann man sogar noch weiter spinnen, Du gehst jetzt auf 30 ehrlicherweise. Jahre bestimmt, oder? Genau, Ja. richtig. Das habe ich nämlich auch gelesen, da hast du es wahrscheinlich auch gefunden. Es ist tatsächlich so, dass in 9 von 10 Ja. der letzten Spielen in den letzten 30 Jahren unsere Fortuna siegreich war. Ist richtig, habe ich auch gelesen. Ich würde es noch ein bisschen weiter zurückschrauben bis zum Jahr 2014. Da gab es nämlich 8 Partien und da haben wir halt 7 gewonnen von diesen 8 Partien bei 17 zu 7 Toren. Und Ja. da gab es ja auch einige Jahre, logischerweise, wo die Darmstädter gerade die letzten 2, 3 Jahre ja auch oben um den Aufstieg mitgespielt haben und ja, entsprechend das ja auch wertvolle Siege logischerweise waren gegen auch da schon sehr gute Gegner logischerweise. Ja, also das macht definitiv Hoffnung und ich will mich jetzt nicht nur darauf aufhängen, weil das haben wir auch nicht nötig, uns nur an diese Statistik dran zu hängen, aber die geben nochmal zusätzlich Mut und sollten hier ganz klar Ja. auch nochmal fokussiert werden und wird Daniel Thun sicherlich auch vernünftig einbauen in seiner spieltagsvorbereitenden Rede. Da kann man, glaube ich, von Mit ausgehen. Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch die Darmstädter umso mehr motivieren, ne? Man bedenke, wir haben letzte Saison Ja. gegen Darmstadt beide Spiele gewonnen, was so Ja. ein bisschen auch gerade so am vorletzten Spieltag, was so mitverantwortlich gewesen ist, dass Darmstadt tatsächlich mit dem Aufstiegsfinale nichts mehr zu tun hatte. Auch das könnte so ein bisschen Motivation für die sein, aber ja, am Ende sind es alles Statistiken. Wichtig ist am Samstag auf dem Platz. Ist auf Und dem das ist Platz. jetzt 5 € fürs Phrasenschwein. Definitiv, das müssen wir mal einführen. Aber klar, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollten ja auch mal so ein bisschen beleuchten, warum ist das so? Weil Darmstadt ja wirklich über die letzten Jahre doch sehr erfolgreich Fußball gespielt hat, immer irgendwo oben angeklopft hat. Und ja, liegt sicherlich hauptsächlich daran, ne, dass es einfach nicht nur eine technisch starke Truppe ist, sondern vor allen Dingen eine eingespielte Truppe über die letzten Jahre. Die hat nämlich weder jetzt im letzten Transferfenster noch davor, wenn man mal auch in die Jahre oder bis zur Saison 2021 zurückgeht, wo sie auch knapp gescheitert sind, gar nicht so viele Abgänge. Also das Team ist wirklich im Gros zusammengeblieben. Klar, es gab seinerzeit den Abgang vom Dosun, ne, war damals Top-Torjäger von Darmstadt, ist aber auch super kompensiert worden. Ja, und das ist sicherlich neben auch, wie ich finde, einem sehr, sehr guten Zweitligatrainer, dem Thorsten Lieberknecht, der durchaus in Summe dann doch immer überwiegend erfolgreich mit seinen Mannschaften gearbeitet hat. Das sind dann die Faktoren, die natürlich hier wirken, diese Konstanz. Ja, also wir können es uns gerne auch nochmal anschauen und entsprechend bildlich darstellen, wenn wir uns nämlich die Zugänge diese Saison anschauen. Ja, seht selbst, das ist eine Seite, das sind ein paar Leute, da sind zwei Nachwuchsspieler noch aus der U19, ein Leihspieler kommt zurück, der Rest ist bis auf Oscar Wilhelmsen, der natürlich ein wichtiger Baustein eigentlich sein sollte, der jetzt aktuell leider verletzt ist, aus unserer Sicht natürlich gut, aber da hat man ein bisschen investiert mit 1,2 Millionen, aber ansonsten hat man nichts neu, ja, Willst du uns mit hereingenommen. raufgucken, Kotti? Ach, Ja. Ist der Kotti warte, so im kann ich euch Flow? zeigen. Ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen, So, aber in der Tat, du hast es ja gerade schon Technik ist gesagt. live hier, ist Ja, alles live. alles live, genau. So, da haben wir ihn. Ja. Entsprechend, ne, wie erwähnt, die einzige Ausgabe tatsächlich groß. Ja, Also, interessanter Innenverteidiger noch von Norwich City halt, ne? Zurück nach Deutschland gekommen, der Christoph Zimmermann. Aber ansonsten ist da, wie du schon gesagt hast, nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber vor allen Dingen auch nicht auf deiner nächsten Seite dann gleich, mutmaßlich. Bei den Abgängen haben wir ist sie zwar schon? einiges drauf, aber wenn ihr da seht, die aufnehmenden Vereine sind jetzt alles keine Vereine, wo man jetzt sagt, da ist es jetzt ein riesengroßer Abgang, Ausnahme, Tim Starke, wie heißt das, Stimmen? Tim Skake. Skarke. Skake. Ich brauche eine Brille, glaube ich, der zur Union Berlin in die Bundesliga gewechselt ist. Aber ne, alles andere ist sicherlich da auch nicht ungewollt gewesen, wenn man es mal so formulieren darf. Nee, würde ich auch behaupten. Also da hat man keine großen Abgänge gehabt. Ihr seht es ja auch im Zweifel an den Ablösesummen. So ein großer Abgang, den man dann irgendwie mit teuer Geld kompensieren hätte können, Ja. den gibt es einfach nicht. Ne? Also da ist nicht wirklich viel passiert bei denen. Und das spricht genau für das, was du eben erwähnt hattest, nämlich für eine eingespielte Mannschaft,
Und das führt einfach folgerichtig irgendwann dazu, dass man eine Konstanz drin Ja, hat. Respekt auch für die Arbeit, weil die Voraussetzungen dort sind sicherlich deutlich schwieriger als bei anderen Zweitligisten über die ganzen Jahre, ne? Klar, auch wenn man sagt, Heidenheim ist immer gut dabei, die haben aber deutlich mehr, würde ich mal vermuten, an lokalen Sponsoren, die halt entsprechend da auch mehr Geld reinbuttern. Also das, was da geleistet wurde im Aufbau über die letzten Jahre, ist sicherlich erwähnenswert und lobenswert, muss man neidlos auch mal anerkennen an dieser Stelle. Ja, es warten natürlich auch zwei sehr großgewachsene Innenverteidiger auf uns, mit dem Pfeiffer und dem Zimmermann, beide deutlich über 1,90. Also auch da, die Mitte wird wahrscheinlich da zumindest luftkampftechnisch sehr, sehr dicht sein. Ja, zwei Außen mit Offensivdrang, mit dem Holland und mit dem Bader. Darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, den Kempe mit mittlerweile auch schon 6 Assists dieses Jahr. Also da sind einige formstarke Spieler, die auf uns zukommen werden, im mutmaßlich dann bevorzugten 3-4-1-2-System von Thorsten Lieberknecht. Ja, Ja. wobei der liebe Thorsten Lieberknecht ein wenig umstellen wird müssen, da kurzfristig diese Woche ja noch ein wichtiger Ausfall ja oder ein schwerwiegender Ausfall aus Sicht von Darmstadt dazukommt. Neben den bereits verletzten Wilhelmsson, den ich erwähnt habe, ist ja noch Klaus Jasula angeschlagen, der fällt aus. Und ganz frisch, ich gucke mal auf meinen Zettel, ob das ich ihn richtig ausspreche. Ja, Fabian Schnellhardt. Auch ein wichtiger Baustein, Gerade Jasula im der. defensiven Mittelfeld als Führungsspieler ja auch geholt und einfach auch klar eine namhafte Persönlichkeit in der zweiten Liga brauchen wir, Ja, glaube ich, und die nicht diskutieren. beiden sind natürlich Persönlichkeiten und auch am Platz entsprechend wichtige Bausteine. Ja. Schnellhardt hat alle 10 Spiele nach, ich glaube, im ersten Spiel hat er nicht gespielt gegen Regensburg und seitdem in der Startelf beziehungsweise gespielt und keine Niederlage mehr. Von Richtig. daher wichtiger Mann, der da wegfällt. Ja. Für uns gut, Ja. aber ich glaube, auch Darmstadt hat inzwischen halbwegs die Qualität, das kompensieren zu können, so den einen Ja. oder anderen Ausfall, weil mehr ist es tatsächlich nicht. Höchstens noch Matthias Honsack, der auch noch ausfällt, der mit Rückenproblemen da wohl auch einen Rückschlag wieder erlitten hat. Aber das wär's. Also bei uns sieht die Verletztenliste halt Ja. deutlich länger aus. Unser Kader stellt sich ja, oder unsere Spieltagself wird sich ja überwiegend wieder mehr oder weniger von alleine aufstellen. Da wird es wahrscheinlich keine große Überraschung geben. Ich denke, der einzige mögliche Wechsel wäre, dass Cello Sobotka wieder zurückkehrt. Ja, ansonsten werden wir halt die sehen, die fit sind, ne? Und die jungen Spieler werden eher tendenziell wieder ergänzen, was sicherlich auch Die nicht jungen verkehrt ist bei Wilden. so einem schweren Auswärtsspiel. Da kannst du jetzt nicht 3, 4 Junge in die Startelf werfen, auch wenn sie dann phasenweise schon überzeugen konnten. Deswegen, also da. Ja, sind wir auf jeden Fall auf ein interessantes Spiel gespannt. Wir hoffen, interessantes Spiel, dass es zumindest für uns eng bleibt, dass wir das im Idealfall erfolgreich bestehen. Das wäre einer der gewünschten mal Momentum-Spiele auswärts, eins dieser schweren Auswärtsspiele mal für sich zu entscheiden, nachdem wir halt leider Heidenheim und auch Hamburg beide verloren haben gegen mutmaßliche eben, ja, Gegner oben im oberen Drittel der Tabelle. Da mal jetzt einen rauszuhauen, aber das zu erwarten oder das zu fordern, tue ich mich halt jetzt unter den Nee. Umständen natürlich auch schwer. Also ich wäre schon hochzufrieden, wenn wir den Abstand halten würden, punkten würden und entsprechend einfach dann an den ersten 3 Plätzen dadurch ja dran bleiben würden und dann wieder zu Hause hoffentlich nachlegen können. Bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Mit dem Unentschieden würde ich gut schlafen können Ja. an dem Abend. Ja. Und aber zur Wahrheit gehört auch das, was du davor gesagt hast, wenn du wirklich aufsteigen willst, dann sind Ja. das die Big Points, die du natürlich dann mal holen musst. Auch im Zweifel mit einem dreckigen, ja, 1-0 oder was auch immer in der 90. oder sonst was. Das wäre ideal, aber du hast natürlich alle, wir haben es auch schon diskutiert, dann in der Rückrunde alle zu Hause, aber trotzdem musst du auswärts einfach auch mal unterstützend punkten. Ja. Punkt. Punkt. Jo. Haben wir Relativ noch kurz und was? knapp? Nö, relativ kurz und knapp heute. Wir haben es euch ja versprochen. Wir haben geliefert. In diesem Sinne, Soll wir die Mannschaft am verfolgen's Samstag auch machen? auf der Couch, genau. Wir verfolgen es auf der Couch und sprechen dann Mitte nächster Woche. Dann aber wieder ein bisschen zeitiger drüber, versprochen. Alles klar. In diesem Sinne, auf 3 Punkte. Macht's gut, eure Fortuna 95 Bros. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hi Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann liked uns und abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns was da lasst. Bis dahin!
Eure F95 Bros. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.